An jedem ersten Freitag des Monats kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Normalerweise das absolute Highlight des Monats, was die Konjunkturdaten betrifft. In letzter Zeit ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten für die Märkte. Da interessiert man sich nur noch, ja, wie viel Liquidität kommt von der Fed, wie viel Stimulus kommt von der Regierung etc. Aber diese US-Arbeitsmarktdaten sind eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Und auffallend war heute, dass wir eine massive Abwärtsrevision der beiden Vormonate gesehen haben, um 159.000 Stellen. Und da fragt man sich, wie ist das möglich? Und dann hat mich eine E-Mail erreicht eines Sehers meiner Videos, der gesagt hat, ja, wie kann denn das überhaupt sein? Können Sie da nicht mal was dazu sagen in dem Video? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, zumal mir zum heutigen Marktgeschehen nicht so wahnsinnig viel einfällt, nutze ich mal die Gelegenheit, hier einen kleinen Streifzug zu machen, wie diese Daten erhoben werden in den USA. Wie zuverlässig sie sind, das ist dann die zweite Frage. Und die dritte Frage, ob, wenn sie nicht so zuverlässig sind, wie man das eigentlich erwarten könnte, wenn dem so wäre. Also ist das vielleicht eine Erklärung, dass die Realität ein bisschen anders aussieht in den USA als offiziell dargestellt? Und vor allem ist das vielleicht einer der Gründe für die innere Spaltung der Gesellschaft, dass viele Menschen irgendwie nicht mehr glauben, in den offiziellen Statistiken richtig vorzukommen oder dass da eine andere Realität der Fall ist, die mit ihrer Realität nichts zu tun hat oder zu wenig zu tun hat. Das ist dann vielleicht eine weitergehende Frage. Also 159.000 Stellen, die Abwärtsrevision der Vormonate, die heutigen Daten waren um und bei erwartet. Flüsterschätzungen waren eigentlich höher. Würde man die neuen Stellen beim Start abziehen, dann sind praktisch keine Stellen geschaffen worden. Denn die heutige Zahl ist fast ausschließlich durch neue Staatsstellen zustande gekommen. Also da ist relativ wenig passiert. Aber wie werden jetzt diese Daten erfasst? Und da habe ich zunächst mal ein paar Situationen dargestellt. Aber zunächst mal vielleicht hier noch diese Grafik, die zeigte, dass wir jetzt um und bei, was die gesamten US-Jobs betrifft, auf dem Niveau von 2015 sind. Also wir sehen diese Corona-Krise, die hat richtig reingehauen. Jetzt haben wir knapp die Hälfte dessen oder knapp über die Hälfte, genauer gesagt, dessen, was in der Corona-Krise verloren gegangen ist, ist jetzt wieder aufgeholt worden. Aber es scheint so ein bisschen zu stagnieren. Also es gibt jetzt ein Plateau. Irgendwo kommen wir da jetzt nicht drüber. Das zeigt, dass da doch durchaus Slack noch ist, wie die Amerikaner sagen. Also da ist irgendwie Sand im Getriebe. Das ist noch nicht wirklich überwunden. Und wir wollen uns mal die Dinge anschauen, die Begriffe anschauen, die hier sehr, sehr wichtig sind. Da haben wir erstens eben diese Revisions, diese Revisionen. Wie kommt das eigentlich zustande? Wie kann das sein, dass da 159.000 Stellen, das sind ja nicht wenige, plötzlich da dazu oder gezählt werden oder abgezogen werden? Dann haben wir den Begriff U3 Unemployment oder U6 Unemployment, den ich versuche zu erklären. Wir haben die sogenannte Bureau of Labor Statistics Survey. Das ist praktisch die Umfrage, mit der die Arbeitslosenquote ermittelt wird. Die Unemployment Insurance, das sind eigentlich Begriffe, die hier eine zentrale Rolle spielen. Wir haben die sogenannte Labor Force Participation Rate und das sogenannte Birth-Death Model. All diese Begriffe versuche ich mal kurz darzustellen. Zunächst mal, das ist die Behörde hier in Washington, die diese Daten erfasst, US Bureau of Labor Statistics. Ein durchaus nicht unschönes Gebäude eben in der Hauptstadt der USA, und da sitzen natürlich Bürokraten und die machen monatlich und täglich ihre Arbeit, und wir sehen mal hier, was eigentlich der Fall ist. Warum gibt es solche immensen Abweichungen dann in der Revision, also in den Daten, die einen Monat später veröffentlicht werden, dann praktisch diese ursprünglich gemeldete Zahl doch deutlich revidiert wird? Da haben wir erhebliche Abweichungen. Und das liegt vor allem daran, dass der Erfassungszeitpunkt dieser neuen Jobs in den USA in einer einzigen Woche stattfindet, nämlich immer in der Woche, in der der 12. des Monats liegt. Das ist der entscheidende Punkt. Also ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, teilweise auch ein bisschen früh im Monat. Und es ist so, dass viele US-Unternehmen es nicht schaffen, rechtzeitig diese Daten zu melden. Also sagt sich das Bureau of Labor Statistics, gut, dann machen wir ja keine fixe Deadline und sagen, alles, was jetzt reinkommt, wird nicht mehr gezählt, sondern man macht bis zu 2 Monate später eben noch, nimmt man diese
verspätet gekommenen Meldungen der Unternehmen an und zählt die dann aus, kann das also praktisch revidieren. Es gibt dann immer eine erste Schätzung und dann gibt es eine zweite Schätzung und dann gibt es eine finale Schätzung. Es gibt also immer drei Veröffentlichungen letztendlich der Daten. Und wir sehen hier mal die Quote der Unternehmen, die geantwortet haben auf diese schriftliche Anfrage des Bureau of Labor Statistics für die erste Erfassung, also die Erfassung, die stattfindet in der Woche, wo der 12. eines Monats ist. Und das liegt so zwischen, 60% und 80% im Optimalfall. In letzter Zeit ist die Quote ein bisschen nach unten gegangen, auch und vor allem in der Corona-Krise. Das heißt, nur etwas mehr als die Hälfte bis um und bei ein Dreiviertel so im Durchschnitt antworten. Das heißt, ein Viertel antwortet nicht, antwortet aber dann später. Und diese Daten sind dann praktisch dafür verantwortlich, dass wir dann solche Abweichungen bekommen. Wir sehen hier schon dann mal bei der letzten Veröffentlichung, bei dem Third Release, sehen wir, dass das schon jeweils deutlich über 90% liegt. Also da ist dann die Antwortquote sehr, sehr hoch. Und so entsteht also diese massive Differenz. Mithin also der Erfassungszeitraum für die erste Schätzung, für die erste Veröffentlichung ist relativ eng gesetzt. Dadurch schaffen das viele Unternehmen nicht und so kommt diese Abweichung zustande. Wenn wir uns mal die Vergangenheit jetzt der letzten 2 Jahre anschauen oder 3 Jahre, dann schien das kein großes Problem. Mal waren die Revisionen positiv, mal waren sie negativ. Wir hatten allerdings dann im Jahr 2019, im August war es, plötzlich die Meldung, das Bureau of Labor Statistics hat jetzt für die neuen Jobs seit dem Jahr 2018 mal eben 501.000 Stellen abgezogen. Die existierten gar nicht. Hups, wo sind die denn hingekommen? Und das liegt an diesen Revisionen. Da hat man also dann mal eine ganz grobe Revision gemacht, sozusagen eine Inventur, und hat festgestellt, irgendwie sind da doch weniger Jobs geschaffen worden, als wir ursprünglich dachten. Und 500.000 Stellen vor der Corona-Krise, das war eine Menge Holz. Und durchschnittlich hatten wir so, 150.000, 180.000 Stellen. Also kann man sagen, pro Monat, also kann man sagen, dass da so 2 bis 3 Monate mal eben eliminiert wurden an neuen Stellen. Und jedes Mal, jeden Monat wurden die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Wenn die besser waren, sind die Märkte nach oben. Wenn sie schlechter waren, sind die Märkte nach unten. Und dann kommt eine Behörde und sagt, also so ganz genau haben wir das jetzt nicht gemeint. Wir ziehen mal eben 500.000 Stellen ab. Die Märkte haben überhaupt nicht reagiert, weil sie sich praktisch um das alles nicht mehr kümmern. Das zeigt so ein bisschen die Absurdität. Hier ist bei diesem Artikel von MarketWatch auch die Unterüberschrift: Hiring doesn't appear to have gotten big boost from Trumps Tax Cuts. Also das Hiring, die neuen Jobs, sind offenkundig gar nicht so stark beeinflusst worden durch die Steuersenkung von Trump. Bingo, das ist genau der Punkt. Die Argumentation von Trump und den Republikanern war: Senkst du die Unternehmenssteuer, dann werden wahnsinnig viele Jobs geschaffen. Das alles ist nicht eingetreten. Dieses Riesenwachstum ist nicht eingetreten durch die Steuerreform, die faktisch eine Steuersenkung auf Kosten des Staates zugunsten der Unternehmen gewesen ist. Dementsprechend hat sich da einmal mehr gezeigt, dass dieses Mantra, musst du nur Steuern senken, dann bekommst du Wachstum. Dann, wenn du dieses Wachstum hast, bekommst du praktisch die Steuerausfälle ja wieder kompensiert. All das ist Quatsch, wird aber immer wieder behauptet und wird wahrscheinlich in 50 Jahren noch behauptet, obwohl die Statistik das eindeutig widerlegt. Also hier eine massive Revision, das war schon ein ziemlich harter Knall. Und hier sehen wir mal, wie stark das abgewichen ist in diesem Zeitraum, Januar eben bis Juli 2019. Da ist schon ein erheblicher Unterschied. Das sind sehr, sehr viele 100.000 Stellen, wie gesagt, die da schlichtweg weniger entstanden sind als zunächst behauptet. Der zweite sehr wichtige Begriff ist das sogenannte Labor Force, die Labor Force Participation Rate, also der Anteil derjenigen, die überhaupt gezählt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Die Amerikaner haben diese Kategorie eingeführt, um überhaupt eine Bemessungsgrundlage zu haben. Wen zählen wir denn als arbeitslos und wen zählen wir nicht als arbeitslos? Ist eine Hausfrau arbeitslos, wenn sie Hausfrau sein will und keine Arbeit sucht? Jedenfalls zählen zu dieser Labor Force nur diejenigen, die angestellt sind, also employed sind, oder die eben nicht angestellt sind, unemployed, die aber gleichzeitig Arbeit suchen, sich also aktiv bemühen, wirklich Gas geben, um zu gucken, kriege ich einen Job oder kriege ich eben keinen Job. Diese Labor Force Participation Rate liegt in den USA so knapp über 60%, 61, irgendwas so im Durchschnitt. Heute waren es, glaube ich, 61,3 oder 61,4, also knapp über die Hälfte der Bevölkerung. Das ist nicht so wahnsinnig viel, wenn man ehrlich ist. Und wir sehen dann eine entscheidende Unterscheidung bei der Arbeitslosigkeit. Jetzt ist es so,
diese Stellen, die neu geschaffen werden, die neuen Jobs, die basieren auf einer schriftlichen Antwort der Unternehmen an das Bureau of Labor Statistics. Schriftlich, wichtiger Punkt. Jetzt wird aber Folgendes gemacht: Bei der Berechnung der Arbeitslosenquote werden 60.000 vermeintlich repräsentative Haushalte ausgewählt, per Algorithmus offenkundig inzwischen, und dann werden diese Leute angerufen. Bist du arbeitslos? Wie viel leben in deinem Haushalt? Suchst du Arbeit, suchst du nicht Arbeit, wie schaut es denn eigentlich aus? Und hier diese offizielle Zahl, wir haben heute 6, irgendwas Prozent an Arbeitslosenquote gehabt, das ist die sogenannte U3-Rate. Zu der gehören nur diejenigen, wie gesagt, die aktiv eine Arbeit suchen und nicht fest angestellt sind. Also das sind nur also diejenigen, die wirklich versuchen, wirklich eine Stelle zu finden. Und das ist natürlich der Punkt, das erzählt natürlich nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte wird erzählt in der sogenannten U6-Rate, wie es heißt auf Englisch, und die zählt wirklich jeden, der nicht nur arbeitslos ist, sondern auch der discouraged ist, also der die Arbeitssuche aufgegeben hat, weil er irgendwie frustriert ist, weil er sagt, ich kriege eh nichts, oder der underemployed ist, der also zu gering beschäftigt ist, der würde gerne Vollzeit arbeiten, kann aber nicht, weil kriegt keinen Vollzeitjob und so weiter. Damit wird schon deutlicher erfasst, wer wirklich arbeitslos ist in den USA. Die heutige Zahl war, glaube ich, 11,6%. Das heißt, wir haben mehr als jeden 10. Amerikaner, der auf jeden Fall U6 arbeitslos ist oder die Arbeitslosenquote nach U6 ist. Kurz oder auf, als die Corona-Krise zuschlug im Frühling 2020 in den USA, da hatten wir diese U6-Rate bei 22,8%, während die U3, also die offizielle Arbeitslosenquote, nur bei 14,7% war. Dann gibt es noch die sogenannte U5-Rate, das sind diejenigen, die unemployed, discouraged und marginally attached sind, also die ein bisschen unterbeschäftigt sind, während eben da noch bei der U6 noch involuntary part-time Jobs dabei sind, also unfreiwillige Teilzeitjobs, die würden gerne Vollzeit arbeiten, können aber nicht und haben also eine geringfügige Beschäftigung. Und dann, und das ist vielleicht der absolute Knaller, dann gibt es immer sogenannte Revisionen durch das Birth-Death-Model, das Geburtstod-Modell. Das ist eine Kategorie, die unter Ronald Reagan eingeführt wurde. Also als viele neue Firmen entstanden, das war so ein bisschen der Beginn des Computerzeitalters, da sind neue Firmen entstanden und Ronald Reagan hat zu seinen Bürokraten gesagt, liebe Leute, also ich habe das Gefühl, dass hier die neuen Jobs, die durch neue Firmen gar nicht entstehen, gar nicht erfasst werden, weil diese Firmen zu klein sind, als dass wir sie jetzt schon sehen, sodass wir gar nicht wirklich zählen können, realisieren können, dass da neue Jobs entstanden sind. Und auf der anderen Seite sagt man sich, okay, es entstehen also neue Firmen und es sterben alte Firmen oder andere Firmen sterben eben. Und da haben wir ein Modell entwickelt seitens des Bureau of Labor Statistics, nämlich das sogenannte Birth-Death-Model, also das Firmen werden geboren, Firmen sterben Modell. Und hier hat ein sehr, sehr findiger Mensch, der bei Reagan eine zentrale Rolle gespielt hat, Stockman, der Nachname, hat hier einen Artikel mal geschrieben, in dem er versucht hat zu zeigen, dass seit dem Jahr 2009 67% aller Stellen faktisch durch dieses Birth-Death-Model berechnet wurden, also mehr als zwei Drittel dieser Stellen nicht wirklich klar erfasst sind, sondern aufgrund eines eher fragwürdigen Modells entstanden sind. Denn dieses Modell setzt voraus eigentlich, dass mehr Firmen entstehen, als dass mehr Firmen sterben. Und das war lange auch der Fall. Aber das ist seit der Finanzkrise, sogar kurz davor, seit dem Jahr 2008, nicht mehr der Fall. Es sterben mehr Firmen, als neue Firmen entstehen. Dementsprechend ist dieses Modell hoch fragwürdig. Es gibt dann Berechnungen, sogar in jüngster Zeit, die sagen, also fast 90% um und bei der Stellen existieren vielleicht gar nicht, die gemeldet wurden aufgrund dieses Birth-Death-Models. Ich habe mir die heutigen Zahlen mal angeschaut, da sind diese Adjustierungen, diese Adjustments aufgrund des Birth-Death-Models fallen überhaupt nicht ins Gewicht, also für die heutigen Zahlen hat das keinen großen Einfluss. Aber das Bureau of Labor Statistics hat schon oft eben massive Revisionen gebracht, eben aufgrund dieses Birth-Death-Models. Und das ist im Prinzip natürlich, wenn man so will, ein Einfallstor, um die Daten ein bisschen aufzuhübschen, ob absichtlich, ob unabsichtlich, keine Ahnung. Aber es ist eine sehr, sehr fragwürdige, eine sehr schwammige Kategorie, die hier eingeführt wurde.
die wirklich eigentlich statistisch zumindest fragwürdig ist. Ich will nicht sagen, dass sie komplett untauglich ist, aber sie ist sehr, sehr schwammig und dadurch natürlich schwer zu erfassen. Wenn wir uns insgesamt die Situation mal anschauen am US-Arbeitsmarkt, gibt es natürlich eine starke Dominanz des Service-Sektors. Diese Dominanz hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten zugenommen, als dann Donald Trump an die Macht kam. Ende 2016, dann schoss plötzlich dieser Manufacturing-Sektor, also der produzierende Sektor, nach oben. Da war eine riesen Euphorie. Man hat gesagt, ja, der Trump, der schafft es wirklich hier, diese alten Jobs wieder ins Land zu bringen, also Dinge, die wirklich etwas produzieren, ins Land zu bringen. Aber dann ist das gekippt. Spätestens im Frühling 2018 ging das wieder deutlich runter, respektive die Wachstumsrate stürzte geradezu ab, während der Service-Sektor relativ konstante Wachstumsraten zeigt und zuletzt sogar zulegen konnte. Das ist also sozusagen der sehr kurzfristige Effekt, den Donald Trump sowohl mit der Steuerreform als auch mit diesem Versuch erreicht hat, hier neue Jobs wieder im produzierenden Gewerbe zu schaffen. Dieser Versuch ist weitgehend gescheitert, muss man sagen. Leider, denn es wäre für die Amerikaner gut, wieder etwas mehr zu produzieren, statt sich gegenseitig nur permanent Dienstleistungen zu geben. Und hier sehen wir abschließend gesagt jetzt hier mal die Situation, nämlich die Ratio zwischen Employment und der Population, also Beschäftigung und der Bevölkerung. Und hier sehen wir, dass wir jetzt wieder nach dieser Erholung seit der Corona-Krise, nach dem Absturz und der dann folgenden Erholung, etwa auf dem Niveau sind in der Rezession, auf einem fast Tiefpunkt der Rezession nach der Finanzkrise. Das heißt, hier sehen wir eine komplett andere, komplett schlimmere Situation am Arbeitsmarkt als mitten und nach der Finanzkrise oder in Reaktion auf die Finanzkrise. Dementsprechend sieht man, wie prekär die Situation auch zumindest nach den offiziellen Zahlen ist. Und wenn wir jetzt vielleicht so ein paar schwammige Kategorien abziehen, wie das Burst-Death-Model, und dann plötzliche Revisionen, wo mal mit Federstrich eine 500.000 Stellen weggestrichen werden, dann kann man sich vorstellen, dass die Lage wahrscheinlich viel, viel schlechter ist, als die Statistiken es zumindest hergeben, dass die Realität also eine andere ist und dass natürlich viele frustriert sind, die letztendlich eine viel schlechtere Situation vorfinden, als sie nach den Daten eigentlich sein sollte. Und das ist vielleicht einer der Gründe, der erklärt, warum die Amerikaner so gespalten sind, warum die so verschiedene Realitäten haben. Diejenigen, die gute Jobs haben, die meistens gebildet sind, an der Ost- oder an der Westküste leben, die sagen sich, wieso, Globalisierung ist doch eine super Geschichte. Warum? Weil sie davon profitieren, aber viele tun das eben nicht. Und die sind auch in dieser Corona-Krise die am stärksten Betroffenen. Durchschnittlich sind die weniger Gebildeten, es sind vor allem die Frauen, die in dieser Krise sehr, sehr stark betroffen waren. Das ist einer der Problemfaktoren, dass also diejenigen, die ohnehin es schwerer hatten und haben, jetzt wieder zurückgeworfen wurden und dadurch die Wut größer geworden ist, zumal dann derjenige, der eigentlich, naja, etwas anderes versprochen hat, jetzt wieder weg ist, sodass diese Hoffnung zerstört ist. Und das ist doch durchaus ein großes Potenzial für kommende politische Turbulenzen in den USA. Ich wünsche Ihnen jetzt das Allerbeste mit diesem Marktgeflüster-Spezial. Mal einen kleinen Ausflug in die Welt der amerikanischen Arbeitsmarktstatistik. Das Allerbeste. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Servus und ciao.